Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute geht es um den Demon Hunter im DD-Spec. Und ja, der ist ein bisschen schwieriger als der Tank-Spec tatsächlich. Dazu hatte ich ja auch unter anderem schon ein Video gebastelt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal das Gear an, das ich angelegt hatte. Dann schauen wir uns die Skillung an, die Consumables, bisschen vielleicht noch die VZs und dann können wir schon in den Fight reinschauen. Da werde ich euch ein bisschen erklären, wie das Ganze funktioniert, was ihr am besten wo zieht und ja, dann würde ich sagen, starten wir einmal durch. Vom Gear habe ich ehrlich gesagt nichts Besonderes an. Diesmal konnte ich mir ja im Gegensatz zu den anderen Challenges kein Gear craften, weil das MOP-Gear, was ich mir gecraftet habe mit den anderen Chars, funktioniert beim Demon Hunter nicht, weil es den gab es zu MOP nicht und das Zeug ist leider PvP-Gear und auf die Klassen gemünzt und das kann man sich da leider nicht craften. Deswegen habe ich eigentlich das Gear angelassen, das ich anhatte. Ihr seht, das sind hier irgendwelche 158er Level-Items. Und was ich halt noch geguckt habe, was ich mir hier holen wollte, waren auf jeden Fall noch ein paar andere Stats. Ich wollte mir Versa und Tempo holen und da habe ich hier hinten, gibt es so einen Kollegen, da kann man gegen Nether-Shards einfach Items eintauschen, das ist der hier. Und ich hatte noch ein paar Nether-Shards über, dann habe ich die halt eingetauscht. Ne? Aber das Gear, was ich jetzt habe, ist eher nicht so nice tatsächlich. Der einzige Vorteil, den man hier hat, wenn man Sachen eintauscht, die Items sind Level 50. Und solange die Level 50 sind, könnt ihr die ganzen alten Verzauberungen noch drauf verzaubert und habt dementsprechend noch ein paar mehr Stats. Also ich habe geschaut, dass ich möglichst Versa Tempo-Gear habt, das hat jetzt auch nicht hier überall geklappt, wenn man drüber guckt, also von den Sets ist das Gear nicht optimal und es hat leider auch keine Sockel. Aber, wie ihr seht, ich konnte jetzt hier zum Beispiel 6 Beweglichkeit drauf verzaubern oder hier 6 Beweglichkeit 3 Crit, das sind halt diese ganzen alten Verzauberungen oder hier 5 Beweglichkeit und 2 Crit noch, ne? Also das sind dann Verzauberungen aus allen möglichen alten Expansions. Zu den anderen Verzets, ich habe mir dann hier ganz normal die Juwelringe noch gekauft, die haben ja extra noch einen Sockel drauf, die reichen auch Item Level 151, weil das Zeug wird hier eh runterskaliert. Und ich hatte das Herz von Azeroth noch rumliegen, das solltet ihr am besten auch anziehen, wenn ihr es habt, hat halt 3 Sekundärstats drauf. Soweit zu den Sachen, nichts Besonderes. Jetzt kommen wir zu den Waffen und zu den Trinkets, da wird es halt besonders. Ich habe einmal mit dem Geisterdrachling gespielt, das ist ein Trinket, das der Inji herstellen kann, kann jede Klasse tragen, auch wenn man nicht Inji ist. Und prockt einfach einen Welpling, der ganz gut Damage macht, also das kann ich empfehlen. Und zusätzlich kann man noch Special-Sockel reinsockeln, das sind so Zahnradsockel, die kann man auch als Non-Ingi-MH kaufen, reinsockeln. Und ich habe da zweimal Tempo, einmal Versa reingesockelt. Ist eine schöne Sache. Dann, wie immer, spiele ich mit dem Samenkapsel-Trinket, ist es aus Emerald Nightmare. Und droppt bei Nitendra beim ersten Boss. Macht hier eine kleine Voltfläche, macht ganz gut Damage. Und ihr kriegt noch ein bisschen Life Leech, wenn ihr drin steht. Ist eine runde Sache. Dann habe ich für die erste Phase 2 Account-Waffen an. Ich habe mir einfach 2 Account-Schwerter hier genommen. Und ganz wichtig, ich habe die nur an wegen einem Effekt. Und zwar den Kreuzfahrer-Effekt. Das ist ein Proc. Also, beziehungsweise eine Verzauberung, Kreuzfahrer, ist ein Proc mit Stärke. Und dann denkt ihr euch, warum nehme ich Stärke mit dem DH? Ganz einfach, das prockt auch noch mit Heilung. Und das prockt mit richtig, richtig viel Heilung. Wir können uns mal meinen Kill angucken. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Try war. Der Try. Das könnte es gewesen sein. Ihr seht hier, heilige Stärke ist die ist der Heilungsproc und die habe ich auch nur in der ersten Phase an. Also wahrscheinlich ist er eher doppelt so hoch, der Proc. Ja, weil in der zweiten Phase switche ich dann meine Waffen, da werden wir jetzt gleich nochmal zu kommen. Also heißt, 2 Account-Waffen holen und Kreuzfahrer drauf verzaubern. Wichtige kleine Randinformation. Schickt die Kreuzfahrerverzauberung zu einem Level 1 Twink oder irgendeinem Char, der unter 50 ist, denn ihr könnt es nur auf Waffen drauf verzaubern, die unter Item Level 50 sind. Wenn ihr auf dem Main Char eure Account-Waffen auspackt, dann sind die halt, wie es bei mir, 146 und könnt es nicht drauf verzaubern. Deswegen auf einen, könnt ihr euch einen neuen Level 1 Char stellen, schickt da die Verzauberung hin, nehmt mit dem die Waffen raus, verzaubert das mit dem, schickt das auf den Main und die Verzauberung ist auf eurer hochskalierten Waffe drauf. Also und das carried euch echt, das kann ich euch empfehlen, zweimal Kreuzfahrer drauf. Dann habe ich mir hier ein zweites Set gemacht und da switche ich einfach die Waffen. Hier habe ich zweimal eine Waffe aus Underrot an und zwar vom zweiten Boss Drop. Das ist der Tiefenpool in BFA. Wenn ihr es auf Normal farmt, kann man es easy alleine quasi machen. Und da habe ich mir zweimal diese Waffe gefarmt, da wurde mir im Stream gesagt, die haben hier einen netten Proc drauf, der soll ganz gut Schaden machen.
Ehrlich gesagt zeigten mir mein Recount den Damage von den Dingern nicht an, aber die sollen nicht schlecht sein, ja. Die habe ich auf jeden Fall hergenommen und dort habe ich mir andere Fortsets draufgehauen. Und zwar habe ich einmal sündhafte Offenbarung draufgehauen und himmlische Führung. Und hier ist es auch tatsächlich so, dass ich in der ersten Phase quasi den Encounter starte mit meinen Account-Waffen und in der zweiten Phase dann auf diese Waffen hier switcht. Der Rest vom Gear bleibt gleich. Es ist nämlich so, man kann zwischenrein, ist man kurz aus dem Kampf, kann sein Gear switchen und auch die Talente. Und da gucken wir jetzt mal als nächstes rein. Für die erste Phase habe ich mit dämonischer Appetit gespielt, unstillbarer Hunger, Glevenorkan, Seelenreißer, Teufelskreis, Teufelseruption und dämonisch. Und für die zweite Phase habe ich umgeskillt, und zwar auf blinder Jähzorn. Da können wir nämlich noch ein bisschen mehr mit dem Eibeam rausholen. Wir müssen nämlich da so Ads wegcleaven, deswegen nehmen wir das mit. Und dann Glevenmeister nehmen wir auch in der zweiten Phase mit, zumindest habe ich so gespielt. Dann können wir nämlich die Ads noch slowen. Das ist nämlich beides dann für die Ads relativ wichtig. Gut, soviel zu den Talenten. Dann zu den Consumables, die wir mitnehmen sollten. Ich habe mir einmal mitgenommen ein großes Fläschchen der Ströme. Das ist aus BFA, hat einfach die meisten Sets im Timewalker Mage Tower drin. Dann Schattenkernöl, dann Einbalsamieröl. Das Einbalsamieröl habe ich mitgenommen, um einfach nochmal ein bisschen mehr Heilung in der ersten Phase zu haben. Ich habe in der ersten Phase auf meine zwei Account-Waffen habe ich quasi das Schattenkernöl und das Einbalsamieröl draufgehauen. Und auf die anderen beiden Waffen habe ich das Schattenkernöl und das verdunkelte, den verdunkelten Wettstein draufgehauen. Weil in der zweiten Phase brauche ich keine Heilung mehr, da brauche ich Damage. Ja. Dann habe ich noch genommen hier die Verstärkungsrune. Dann habe ich das aktuelle Versa-Food genommen. Ihr könnt auch Tempo nehmen. Tempo und Versa scheinen anscheinend gleich gut zu sein beim DHDD. Zumindest in der Challenge. Dann habe ich einen Folianten der stillen Gemüts genommen. Da kann man dann umskillen drin in der Zwischenphase. Dann haben wir einmal Trommeln, egal welche. Und einmal Trank der des ungezügelten Wut. Also das sind soweit die Consumables. Zusätzlich hatte ich noch den absyrischen Heiltrank. Der hat am meisten, oder ich glaube am zweitmeisten Heilung. Es gibt nur einen, der mehr rausheilt, aber der war im AHA so teuer, dass ich mir den gekauft habe. Der ist fast genauso gut wie der beste. Gut, soweit zu den Vorgeplänkel. Die Consumables haben wir, die Skillung haben wir, die Ding. Dann würde ich sagen, schauen wir uns einmal den Fight an sich an. Und zwar switchen wir mal hier rein. Also, wir kämpfen als allererstes in der ersten Phase gegen den Erzmager Xylim. Ne? Der labert am Anfang wie die meisten anderen. Ich muss eigentlich, wenn die Ads in der zweiten Phase kommen, die vor. So, ich mute mich mal selber, weil ich habe hier das nebenbei gestreamt gehabt und ein bisschen gelabert. Also am Anfang haben wir den Xylim. Und hier ist es erstmal so, dass ihr am Start eigentlich ihn direkt einmal countern könnt. Dann haut ihr die Meta rein. Pot könnt ihr ruhig reinhauen, ihr werdet am Anfang, also bei mir war es zumindest die erste Phase dauert schon mal grundsätzlich 5-6 Minuten, also ihr kriegt den Pot wieder ready. Hier bei diesen Eissplittern könnt ihr mit der Meta rausspringen, ja. Kleine Randinformation, was machen diese Eisdinger? Alle paar Sekunden ruft Xylim, wenn er in der ersten Phase in seiner Eisform quasi ist, diese Splitter ran, ja. Wenn ihr an diese Splitter ranlauft, kriegt ihr instant extrem Schaden und sterbt. Ja? Also ihr dürft diese Splitter nicht berühren. Ihr müsst quasi einen Double Jump machen, wie ich sehe, und dann rausdashen. Das könnt ihr machen. Oder ihr könnt einfach ohne Jumpen mit der Meta rausspringen. Beim ersten jump ich quasi mit der Meta einmal raus. Ne? Kann ihn dann noch stunnen, also springe auf ihm drauf. Und bei allen anderen mache ich halt einen Sprung nach oben und dashe dann raus. Wenn ihr nur dasht, springt ihr gegen die Eiskristalle und sterbt instant. Wenn ihr zu lang drin stehen bleibt, alle paar Sekunden procken dann von oben so Kometenhagel runter. Die machen extrem Schaden, also ihr müsst da sofort raus. Im Endeffekt, wenn er dieses Schneiden der Eis heißt, das macht, werdet ihr für 3 Sekunden gesandt. Ihr seid in der Void-Fläche drin, wo der Kometenhagel runterkommt. Und ihr seid quasi von diesen Stacheln umgeben. Ihr könnt diese Stacheln theoretisch auch töten. Ja, das geht. Zum Beispiel auch mit dem Kapseltrinket, das wir uns geholt haben, können wir das auch einmal umhauen, um dann noch ein paar von diesen Heal-Orbs zu kriegen. Aber ich empfehle einfach rauszudashen. Das reicht eigentlich schon easy. So viel dazu. Dann hat er noch so einen Frostblitz, den können wir einfach immer wieder interrupten oder mit unseren Stuns quasi stunnen. Und das ist eigentlich die Frostphase. Und jetzt habt ihr gerade gesehen, sind wir geswitcht in die Arkanphase. Und in der Arkanphase castet er halt einfach nicht mehr seinen Frostcast, sondern er castet halt seinen Arkanbeschuss. Und eben habt ihr einen Cast gesehen, den er in die Mitte channelt. Und das heißt Macht sammeln. Und wenn er den channelt, kriegt er einen Buff
für jede Sekunde, wo er ihn durchchannelt, dass er 10% mehr Schaden macht. Ja? Den müsst ihr unbedingt kicken. Oder ihr könnt ihn auch stunnen oder sogar auch in den Cage packen. Aber ihr müsst ihn sofort unterbrechen. Am besten mit dem Kick, weil der halt instant ist. Wenn ihr bei den anderen Sachen den Global habt, schwierig. Ja? Übrigens, der Arkanbeschuss castet er länger, macht aber mehr Schaden. Da kriegt er relativ auf den Latz. Dann haben wir dieses Schattensperrfeuer, das seht ihr gerade hier. Das sind einfach so Kugeln, die rumfliegen. Und ja, wenn die euch treffen, das haut richtig raus. Also das haut mehr als die Hälfte eures Lebens runter. Da solltet ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr die einmal dodgt, dass ihr nicht erwischt werdet. Ihr werdet nicht instant getötet, wenn ihr voll seid, überlebt ihr das. Aber das haut schon richtig, richtig raus. Und ja, der Boss switcht dann immer zwischen Frost- und Feuerphase. Und ihr seht auch, ich versuche den Boss immer zu kicken und in die Mitte zu ziehen. Und wenn wir am Anfang in der ersten Frostphase noch sind, ist der Boss nicht ganz am Rand, wie er jetzt ist, ne? Sondern er ist noch relativ mittig und dann können wir, wenn wir ihn immer schön ganz in die Mitte in dem Eck reinziehen von diesen Laserstrahlen, quasi mit dem I-Beam immer noch ins alte Eis reinbeamen und können dann ein paar Partikel noch rausholen, ein bisschen extra Heilung, also es macht auf jeden Fall Sinn. Wir wollen ihn aber auch so in die Mitte ziehen, denn, ihr habt es vorhin gerade gesehen, war immer diese kleine Zwischenphase. Und zwar bei dieser kleinen Zwischenphase ist es so, dass diese Magier spawnen. Die pulsieren dann die ganze Zeit mit Damage und ihr müsst den Typen finden, ja? Und es muss schnell passieren. Deswegen solltet ihr immer, wenn diese Caster-Phase beginnt, schon quasi in der Mitte an diesen Laserstrahlen dran stehen, um dann möglichst schnell hindashen zu können. Wenn ihr da nicht steht, habt ihr ein Problem, ja? Mein DBM hat es mir so ein bisschen angezeigt. Manchmal war es auch irgendwie falsch. Da muss man ein bisschen gucken, ne? Dass man am besten so ein bisschen aufs Boss-Mods guckt, wann diese Phase kommt, weil das ist das, was mich in der ersten Phase am allermeisten gekillt hat. Ihr könnt diese Magier, die dann spawnen, theoretisch auch töten. Ja? Das Problem ist aber, die casten was und knocken euch weg und außerhalb dieser Cast-Bubble von denen kriegt ihr halt extrem Schaden und werdet halt instant weggereckt. Ja? Deswegen habe ich immer so gemacht, dass wenn ich schon gesehen habe, hier keine Auslöschung, castet er wieder, ich laufe schon in die Mitte, sehe auf der Map diesen Punkt, wo er ist, charge hin, easy. Ja? Wenn ihr anfangt, die Magier zu töten, das habe ich mit dem Worry gemacht, da ging das, ja? Mit dem DH, das hat nie funktioniert. Ich habe die gekillt, wollte dann immer von einem zum anderen weiter. Ihr habt nämlich auch hier Zeitdruck, der Boss castet derweil eine Fähigkeit und wenn die durchgecastet ist, explodiert er, also ihr müsst auch schnell dahin. Ne? Ihr könnt nicht 3 Mobs hintereinander hin und her hüpfen, da werdet ihr einfach weggerippt. Übrigens, in der Mitte, in den Laser dürft ihr auch nicht reinkommen, da kriegt ihr einen Haufen Schaden. Ja, wir stoppen jetzt mal kurz, weil wir in der ersten Phase durchkommen oder durch sind. Da kriegt ihr einen Haufen Schaden, ihr könnt aber drüber springen und drüber dashen. Ja? Wenn ihr da reinlauft, das sind so 1000, 2000 Schaden, was ihr da kriegt. Das solltet ihr auf keinen Fall machen. Das ist jetzt das Letzte, was ich hier noch vergessen hatte zu erwähnen. Genau, das sind soweit die Fähigkeiten in der ersten Phase. Und übrigens, diese kleinen Ads, die ihr beschwört, ne? Wenn ihr da ranlauft und die einen Cast beenden, knocken die euch weg. Und besonders ätzend ist, wenn der Typ mit seinem Glitzerding kurz vor euch ist, ihr hincharge, der gerade mit dem Cast fertig werdet, in der Luft weggekickt werdet, dann kriegt ihr nämlich auch einen Slow drauf und dann war's das. Ihr könnt auch euer Rückwärtshüpfen quasi verwenden, um euch umzudrehen und in seine Richtung zu hüpfen. Das ist auch eine Option. So, jetzt kommen wir in die erste Phase ist vorbei, jetzt kommen wir in Intermission. Ich habe mein Büchchen genommen, jetzt kann ich umskillen. Ich hatte euch gesagt, die zwei Sachen skillen wir um, ne? Und jetzt ziehe ich mein anderes Gear an, quasi meine andere Waffen. Hab die vorher aber auch ganz wichtig mit dem Wettstein und dem Dings belegt, sonst habt ihr da ein bisschen Damage-Probleme. Und jetzt ist es ganz wichtig, sobald der Mob rauskommt, laufen wir auf die gegenüberliegende Seite und wollen den, könnt ihr auch noch fooden, seht ihr, wenn ihr nicht ganz volles Life habt. Wir wollen den jetzt genau in die Mitte platzieren, ihr seht es, genau in der Mitte ist der. Und jetzt DPSen wir den einfach, also vollen Schaden auf den Boss raus und er wird jetzt hier so eine Void-Fläche in die Mitte legen, ja. Und jetzt ist es so, dass wir den Boss an den Rand ziehen können. Wir wollen das Ding genau in der Mitte placen. Wenn ihr das nicht genau in der Mitte placet, dann habt ihr am Ende keinen Platz mehr und dann wird es ätzend. Ja? Jetzt ziehen wir den an den Rand und jetzt macht er seinen ersten Cast. Ja? Saat der Dunkelheit. Da können wir ihn noch ein bisschen DPSen. Ihr seht, wir haben hier so einen Buff und wenn der ausläuft, kommen Ads. Da lege ich meine Void-Fläche rein. Ich stun die, I-Beam die, hau meine Gleven am besten noch drauf. Oder hier hatte ich die Meta noch ready, da habe ich die Gleve nicht draufgehauen, habe die mit der Meta gestunt und dann hauen wir unsere zwei E-Fähigkeiten rein und ratzen die. Diese Ads laufen zum Boss und dürfen den Boss nicht erreichen. Wenn ihr den Boss erreichen, heilen ihr den um 20% live hoch. Und dann ist eigentlich schon so gut wie vorbei, weil ihr seht,
hier die Fläche wird vollgeschüttet. Und jetzt sagt ja vielleicht der ein oder andere, das in die Mitte zu legen, war vielleicht nicht so eine gute Idee, weil jetzt der ganze Platz voll ist. Aber das hört ab einer bestimmten Größe auf, quasi größer zu werden. Ne? Und ihr seht das, dass jetzt hier am Rand ein kleiner Fitzel frei ist. Und wenn ihr es genau in die Mitte legt, habt ihr den kompletten Rand außen rum und habt quasi einmal einen Ablegen mehr, als wenn ihr gleich am Rand anfangt. Das habe ich zum Beispiel beim Worry auch falsch gespielt. Da habe ich ihn gleich an den Rand gezogen. Da hatte ich aber einen Ticken mehr Schaden und da ging das ganz gut auf. Mit dem DH ist es tatsächlich ja ein bisschen knapper. Und ja, jetzt seht ihr, er castet wieder seinen Saat der Dunkelheit, ne? Ich habe jetzt wieder hier den Debuff, dass er ausläuft. Es kommt übrigens jede Minute, also Stun geht auf, wieder Trinket rein, Stun drauf, I-Beam, Kleve zum Slowen, dann die AE-Geschichten rein, Ads töten und schnell hier wieder an den Rand ranlaufen, das ist ganz wichtig. Weil wenn ihr die Ads irgendwo hinten tötet und der hier hinläuft, dann shittet der dazu und dann habt ihr das hergeschenkt, ne? Dieses kleine Stückchen. Und da müsst ihr halt richtig, richtig aufpassen, denn am Ende ist es eine Millimeterarbeit, da ist jeder kleinste Fitzel auf jeden Fall, ja, jeder kleinste Fitzel ist halt der Unterschied zwischen einem Kill und keinem Kill. Übrigens, sobald der Typ kommt, ne, könnt ihr dann einmal einen Pot und HT ziehen. Es ist eigentlich egal, ob ihr es jetzt mit den ersten Ads macht oder am Anfang, wie ihr besser hinkommt. Ihr solltet auf jeden Fall halt gucken, dass ihr auf die Ads so ein bisschen die CDs spart. Zum Beispiel DBM zeigt es mir immer ganz schön an. Ich habe dann geguckt, dass ich den I-Beam nicht mehr raushaue, ne? Wenn ich den nämlich nicht ready habe, dann komme ich nicht hin. Und meine anderen beiden AE-Spells, die schaue ich auch, dass ich ready habe. Ja? Den Feuerbrand-Aura, wenn wir die noch haben, ist auch ganz praktisch. Ihr könnt noch einen Ticken am Boss stehen bleiben. Seht ihr, der Buff hat, glaube ich, 6 Sekunden Zeit. Nicht, dass ihr dann ewig hier hinten rumschimmelt. Und immer schön das Trinket vorher rein, Stun drauf, Beam drauf und den Slow. Dann wieder die AE-Geschichten rein und dann geht es eigentlich easy auf. Ja? Wenn ihr alles für die Ads habt, dann reicht es. Und dann das nicht machen, was ich hier gemacht habe, da habe ich mir schon mal einen Kill versaut. Ich bin dann irgendwie geistesabwesend in die Void reingecharged. Ich habe gesehen, da gehst du verdammt schnell runter. Und hier ist es dann ganz praktisch, falls ihr irgendwas verkackt oder manchmal laufen die Ads halt auch durch die Void und ihr müsst die durch die Void verfolgen, hebt euch den Pot auf. Klar, manchmal läuft es in der ersten Phase kacke, da muss man den Pot dann raushauen, aber wenn ihr den Pot hier noch habt, könnt ihr einmal kurz in die Void reindippen, wenn dann, weil ich so ein Gimp bin und reingedasht bin oder wenn euch halt die Ads da durch die Void-Fläche durchlaufen, ja. Seht jetzt, der Boss hat jetzt nicht mehr so viel Life. Wenn ihr die Meta ganz am Anfang ziehen würdet, ne, also nicht auf die ersten Ads, ich habe die ersten Ads damit noch gestunt, dann geht es euch eigentlich auf, dass ihr eventuell ganz am Anfang der ersten Phase die Meta ziehen könnt und dann nochmal ganz am Ende. Ihr seht, ich habe noch bis hier hinten Platz. Ne, bis dahin kann ich nur laufen und dann ist vorbei. 14% Leben hat der Boss noch, also das dürfte eigentlich nur ausgehen. Und ihr seht, mit der längeren Meta kriegen wir die eigentlich ganz gut runter, slowen die wieder und zack, weg. Ihr könnt auch durch die durchdashen, theoretisch, ne? Vor allem macht es dann Sinn, wenn die hier durch die Void laufen, wenn ihr zu weit seid, dann gehen die halt immer den kürzesten Weg und hier durch die Void. Dann könnt ihr einmal durch die reindashen und wieder zurückdashen, um die noch ein bisschen zu damagen, weil sonst sonderlich viele Range-Fähigkeiten außer die Kleven haben wir ja leider nicht. Ja, mehr gibt es eigentlich hier tatsächlich nicht zu sagen. Ein bisschen Platz ist hier hinten noch offen. Ich denke mal, so 20 Sekunden hätte ich vielleicht noch länger spielen können, wenn nicht noch einen Ticken mehr. Man merkt da halt auf jeden Fall auch den Pot, der carried natürlich auch ein bisschen. Ja, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Damit habe ich ihn umgehauen. Und ja, sonst habe ich euch, glaube ich, alle Tipps gegeben, mit denen ich so gespielt habe. Wenn ihr noch andere Geschichten habt, ein anderes Trinket oder andere Sachen, dann teilt es gerne mit der Community. Und ja, sonst sehen wir uns beim nächsten Mage Tower Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.